Als Blizzard auf der BlizzCon 2018 kein Diablo 4, sondern nur den Mobile-Ableger Diablo Immortal ankündigte, war die Enttäuschung bei vielen Fans der Reihe groß. Is this an out-of-season April Fool's joke? No. Aber es gibt ja zum Glück hochwertige Alternativen, besonders auf dem PC. Beispielsweise Path of Exile, Torchlight oder Grim Dawn. Und bald startet sogar ein weiterer Diablo-Herausforderer. Er heißt Pagan Online, kommt vom serbischen Entwicklerstudio Mad Head Games und wir haben das Action-Rollenspiel bei den Entwicklern in Belgrad ein paar Stunden lang ausprobiert. Auf den ersten Blick erinnert Pagan Online natürlich an das Look und den Feel von Diablo und ähnlichen Hack-and-Slash-Spielen. Aber es gibt einen zentralen Unterschied, zumindest zur PC-Version von Diablo, und das ist die Steuerung. Anders als bei Diablo lenkt ihr die Helden nicht per Point-and-Click über die Maps, sondern mit den WASD-Tasten. Das entlastet einerseits den Klickfinger bei diesem Button-Mashing-Massaker, viel wichtiger ist aber, dass ihr dadurch in der Bewegung unabhängiger und freier seid. Konkret bedeutet diese Art der Steuerung, dass sich die Figur während des Kampfes präzise in alle Richtungen bewegen lässt, während ihr Skills abfeuern werdet. Auf diese Weise könnt ihr den Attacken der Monster ausweichen und ihnen dabei gleichzeitig weiter zugewandt bleiben. So lässt sich Schaden an der eigenen Spielfigur vermeiden, was auch wichtig ist, weil die Zahl der Heiltränke limitiert ist. Das Spielsystem ist insofern darauf gepolt, dass die Gegner viele ihrer Angriffe vorab signalisieren. Wer clever spielt, erkennt das und vermeidet Gegentreffer. Übrigens arbeiten die Entwickler daran, diese Steuerung für Controller anzupassen. Das konnten wir aber leider noch nicht ausprobieren. Eine Konsolenversion wollte das Team von Mad Head allerdings noch nicht bestätigen. Die zweite Besonderheit von Pagan Online ist seine Kompaktheit. Jede Mission dauert lediglich 5 bis 10 Minuten. Die haben es aber dann durchaus in sich. Die Einsätze sind knifflig und intensiv. Am Ende erwartet euch jedes Mal ein Bosskampf. Der Schwierigkeitsgrad ist also recht hoch und zwar mit Absicht. Die Entwickler wollen eigenen Angaben nach eine herausfordernde Spielerfahrung bieten. Angesichts der kurzen Missionen ist ein Scheitern aber auch weniger frustrierend, als wenn man sich erst eine Stunde bis zum Boss vorgearbeitet hätte. Stattdessen haben Spieler die Möglichkeit, rasch unterschiedliche Herangehensweisen mit unterschiedlichen Figuren auszuprobieren. Euer Skill soll dabei wichtiger sein als eure Ausrüstung, sagen die Entwickler. Pagan Online wird zum Start der Early Access Version 4 Helden veröffentlichen. Insgesamt werden es aber 8 Stück sein. Neue Recken schaltet man mit den sogenannten Hero Shards frei, die man als Belohnungen für Missionen ergattert. Jede Figur besitzt einen eigenen Skilltree, der unterschiedliche Spezialisierungswege erlaubt. Die drei in unserer Demo verfügbaren Charaktere spielten sich tatsächlich recht unterschiedlich. Und genau das will Mad Head mit seiner Heldenfamilie auch erreichen. Jeder Kämpfer verfügt über 7 Skills, je 3 Basisfertigkeiten und 4 Talente, die Mana verbrauchen. Alle besitzen unterschiedliche Downtimes, sodass man hier die Nutzung taktisch beachten muss. Anya ist beispielsweise eine Blutritualistin, die ihren Feinden Lebenskraft klaut. Der Zwerg Istok ist wiederum ein Nahkämpfer, der sich mit seinen Crowd-Control-Skills ideal als Tank eignet. Die Spieler setzen Schwerpunkte in der Ausbildung, indem sie mehr oder weniger Punkte in diese Fähigkeiten investieren. Das Aussehen der Figuren wird übrigens nicht durch Ausrüstung definiert, sondern durch unterschiedliche Skins. Die notwendigen Shards für deren Kauf muss man sich erspielen. Die Entwickler betonen in diesem Zuge, dass es keine Mikrotransaktionen und Lootboxen geben soll. Loot gibt es aber natürlich trotzdem. Der droppt wie eine Lawine von Gegenständen in jeder Mission. Items sind natürlich ein zentraler Weg, um die Stats der Figuren hochzutreiben. Lücken in der Ausrüstung könnt ihr bequem mit Crafting schließen, die notwendigen Rezepte vorausgesetzt. Das Coole? Die Gegenstände können neu geschmiedet werden. Wenn eurer Lieblingsaxt also mal die Leistung fehlt, lässt sie sich wieder hochtrimmen, wenn ihr die notwendigen Ressourcen dafür habt. Die Fantasy-Story von Pagan Online basiert auf verschiedenen slawischen Mythen. Definitiv mal ein neuer Ansatz. Die Geschichte ist dabei in 8 Akte unterteilt, wovon 5 schon im Early Access verfügbar sein sollen. Was wir bisher von der Handlung erlebt haben, hebt sich aber noch nicht sehr von dem ab, was man sonst in Action-RPGs so aufgetischt bekommt. Neben der Hauptquest gibt es aber noch zahlreiche weitere Betätigungsfelder. Etwa Herausforderungslevel, in denen Welle um Welle überstanden werden muss, bis der Sieg davongetragen wird. Hier, wie bei speziellen Attentätermissionen, winken besonders gute Belohnungen. Diese Einsätze sind deutlich schwieriger als die Scharmützel der Story-Kampagne. Alle Missionen stehen zudem zusätzlich in 3 Schwierigkeitsstufen bereit.
So soll das Spiel einstiegsfreundlich bleiben und trotzdem für Veteranen interessant sein. Tatsächlich hatten wir in den ersten 4 Stunden Spielzeit niemals den Eindruck, überfordert zu sein, obwohl der Koop-Modus leider noch gar nicht zur Verfügung stand. Es kann aber schon mal Hektik ausbrechen, wenn bestimmte Gegner spawnen. Zum Beispiel solche, die sich selbst wiederbeleben, wenn ihr Geist nicht binnen weniger Sekunden ebenfalls niedergeschlagen wird. Die Missionen selbst spielen auf zufällig generierten Maps. Insgesamt sieht das ordentlich aus, aber nicht übermäßig hübsch. Dafür können sich die Effekte durchaus sehen lassen. Hier wird einiges an Schauwert geboten. Die Karten enthalten zudem zahlreiche interaktive Elemente, die sich ins Gameplay einfügen. So lassen sich Säulen umwerfen, die Monster platt machen, und es gibt Sprengladungen, die Gegner hohen Schaden zufügen. Wir konnten ihn noch nicht ausprobieren, aber zum Early Access Start soll auch der Koop-Modus funktionieren. Zunächst für 2 Spieler. Später wird es laut der Entwickler auch einen 4-Spieler-Koop geben. Im Pantheon, dem Player Hub, treffen sich aber bis zu 256 Spieler. Dort gibt es Shops zum Einkaufen, Skill Trainer oder Handwerker. Und natürlich den Zugriff auf das Battle Gate, die Missionsauswahl. Bislang stehen 4 Gebiete auf der Weltkarte fest. Sie tragen Bezeichnungen wie Caradol, Adria und Igman. Das Gute, wer keine Lust hat, ständig im Hub hin und her zu rennen, kann alle Erledigungen auch bequem über das Menü absolvieren. Pagan Online ist ein reines PvE-Spiel. Kämpfe zwischen Spielern soll es, Stand jetzt, nicht geben. Ihr messt euch aber trotzdem miteinander und das funktioniert über die sogenannte Ehrenzahl. Das ist eine Wertung, die am Ende jeder Runde anzeigt, wie gut ihr gekämpft habt. In diese Benotung fließt etwa mit ein, ob ihr eine Mission ohne Heiltränke übersteht, unterhalb eines gewissen Schadenlimits bleibt oder spezielle Gegner ausschaltet. 150 Mitarbeiter arbeiten aktuell in der serbischen Hauptstadt an Pagan Online. Der Auftrag für dieses Spiel kommt von Wargaming, genau von den Betreibern von World of Tanks. Bereits im April wird das Spiel bei Steam und direkt bei Wargaming als Early Access Version verfügbar sein. Das kommt ein bisschen überraschend, denn schließlich ist das World of Tanks Unternehmen für seine Free-to-Play-Spiele bekannt. Offenbar wagt man nach Master of Orion aber einen weiteren Ausflug ins Festpreissegment. Der endgültige Verkaufspreis steht zwar noch nicht fest, mehr als 30 Euro sind aber nicht zu erwarten. In der Demo, die wir spielen konnten, hinterließ Pagan Online schon einen ziemlich runden Eindruck. Es ist sicher noch nicht perfekt, einige Sachen im Spielerkomfort könnten noch verbessert werden. Doch als Action-RPG bringt es alles mit, was man als Fan des Genres erwartet. Massig Loot, ein ausgefeiltes Kampf- und Auflevel-System und dazu intensive und knackige Fights, die sich dank WASD-Steuerung ein bisschen anders anfühlen, als man es von Diablo auf dem PC gewohnt ist. Wer also immer noch traurig ist, dass 2019 kein Diablo 4 kommt, der sollte Pagan Online im Auge behalten. Wir werden das auf jeden Fall tun.